Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise. Das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Elite Force. Ich wollte jetzt schon Voyager davor hauen. Ich meine, wir sehen hier gerade die Voyager. Aber, ja, vom Vorspann her und von dem, was da uns der Erzähler gesagt hat, war es ja Enterprise eigentlich. So, und ich muss mal kurz das hier löschen. Ich hatte bloß mal kurz reingeguckt, um die Einstellungen einzustellen. Und da will ich jetzt auch gar nicht lange dran rumfingern. Es ist, glaube ich, nicht direkt. Also es ist ja nicht Star Trek Voyager Elite Force, sondern nur Elite Force 2. Aber es knüpft, glaube ich, an die Ich überlege gerade. Nee, es ist, glaube ich... es knüpft, glaube ich, an den... an die Serie, ans Ende der Serie an. Denn die sind dann, glaube ich, alle schon wieder im Alpha-Quadranten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir werden es sehen. So, ich würde sagen, wir machen normal, denn das ist Standard. Und ja, Training machen wir auch. So, Mitglieder des Hazard-Teams. Okay. Willkommen zurück beim Holodeck-Trainingsprogramm, Lieutenant Monroe. Wenn ich auch größtes Vertrauen in Ihr Talent habe, so erfordern es die Regeln der Sternenflotte dennoch, dass sich das gesamte Personal mindestens einmal jährlich einem Fitness- und Kampftraining unterzieht. Jetzt ist es Zeit für das Ihrige. Sind Sie bereit? Bereit. Diese Übungen sollten Ihre Fertigkeiten verbessern, Lieutenant. Laufen Sie ein paar Sekunden durch das Holodeck. Mit den Tasten vorwärts, rückwärts, seitlich links und seitlich rechts sollten Sie sich frei bewegen können. Das finde ich ein bisschen schwach, immer so solche Tutorials. Ich meine, das können Sie sich auch echt schenken. Gut, bewegen wir uns halt ein bisschen. Fangen wir mit der Übung an. Der ist ja faul, teleportiert, also beamt sich immer rein und raus. Auf jeden Fall sieht es schon schöner aus als Elite Force 1. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es nicht wirklich auch wie eine... Das Springen spielt eine wichtige Rolle bei der Fortbewegung, Lieutenant. Das richtige und erfolgreiche Agieren ist der erste und gleichzeitig wichtigste Schritt zum Überleben. Sie können durch Drücken der Taste Sprung springen. Wenn Sie bei einem Sprung in eine bestimmte Richtung drücken, springen Sie auch in diese. Sollten Sie also die Taste Sprung und gleichzeitig vorwärts drücken, setzen Sie zu einem Sprung nach vorne an. Wow. Springen Sie jetzt über die Hindernisse vor Ihnen. Sobald Sie alle drei hinter sich gelassen haben, fahren wir mit der Übung fort. Ach, jetzt bleibt er da. Ich habe mich gerade gefragt, wo hat er sich denn hin teleportiert? Weil hier hat er sich weggebeamt und hier kam er wieder. Gut, ich wollte gerade sagen, es fängt nicht an wie eine Voyager-Folge, aber am Anfang hat er ja gesagt Star Trek. Und es fing eigentlich auch wie eine Star Trek-Folge an, so vom... Vorspann. Ausgezeichnet. Machen wir weiter. Yeah. Ich bin so gut. Der ist so faul, ey. Durch das Ducken und Kriechen können Sie in Bereiche gelangen, die sonst nicht zugänglich wären. Zum Beispiel ein Schacht oder eine Jeffreys-Röhre. Der Erfolg bzw. das Scheitern einer Mission können davon abhängen, ob Sie derartige Bereiche erkunden können. Sie können ganz einfach durch Drücken der Taste Ducken in die Hocke gehen. Ähnlich wie bei einem Sprung können Sie sich auch geduckt noch fortbewegen.
Kriechen Sie, indem Sie die Taste Ducken gedrückt halten und gleichzeitig eine Bewegungstaste betätigen. Sie sollten hierbei allerdings nicht vergessen, Lieutenant, dass Sie kriechend deutlich langsamer vorankommen. Überwinden Sie die Hindernisse vor Ihnen, indem Sie unter ihnen durchkriechen. Nach dem dritten setzen wir die Übung fort. Wie er das so am Anfang gesagt hat, Mission gescheitert. Sie konnten nicht kriechen. Ich find's scheiße gemacht, ehrlich gesagt. Ich meine, die sollen im Tutorial, wenn sie das schon so einbauen in die Mission und alles, oder so sagen, ja, das ist notwendig, bla bla bla, dann sollen sie das bloß als Text einbauen, so als kleinen Pop-up, drücken sie C zum Kriechen und dann so sagen, ja, sie müssen sich hier ducken, um da durchzukommen oder sehr so. Sehr gut, Lieutenant, machen wir weiter. Wow, jetzt muss ich das kombinieren. Die folgenden Hindernisse können Sie durch Springen und Kriechen hinter sich lassen. Sobald Sie die Leiter am anderen Ende erklimmen, ist dieser Teil des Parcours beendet. Heftig, heftig. Scheiße, da hat es schon gescheitert. Wunderbar. Blicken Sie nach oben und laufen Sie auf die Leiter zu, um diese hochzuklettern. Wenn Sie nach unten sehen und vorwärts drücken, klettern Sie wieder runter. Lieutenant, erklimmen Sie die Leiter und gehen Sie oben durch die Tür, dann fahren wir fort. Ausgezeichnet. Das hätte doch völlig gereicht. Wenn er das so sagt, dann kommt eine kleine Einblendung, drücken Sie, gehen Sie auf die Leiter zu oder so. Manche Hindernisse sind für einen normalen Sprung zu hoch. Sie können diese nur durch einen Schwungsprung überwinden. Hierzu drücken und halten Sie die Sprungtaste und drücken dann die Taste Ducken, um in der Luft zusätzlich Schwung zu holen. So können Sie auch höhere Objekte meistern. Genau. Überwinden Sie nun diese Hindernisse mit normalen und Schwungsprüngen, um zur nächsten Übung zu gelangen. Mach ich nämlich auch immer so. Im Sprung. Oha. Im Sprung duck ich mich. Wunderbar. Am Ende des Korridors sehen Sie eine Wartungstür, die zu einer Jeffreys-Röhre führt. Wow. So was Faules. Wenn Sie sich der Tür nähern, kriechen Sie in die Röhre. Folgen Sie dann dem Verlauf der Röhre bis zur unteren Wartungstür. Wir fahren mit dem zweiten Teil des Trainings fort, wenn Sie diese Übung abgeschlossen haben. Ist aber eine laute Röhre. Oh, wir sind tatsächlich auf der Enterprise. Zumindest laut der Anzeige hier. Warum ist dann Tuvok hier? Ich meine, Monroe, okay. Gehört halt zum Hazard-Team, aber was macht Tuvok hier? Es gibt echt Verstecke. Moment. Da muss ich jetzt nochmal zurück. Ich wüsste aber jetzt allerdings nicht wo. Oh, ich habe sogar schon Leben verloren. Im Tutorial. Da. Nee, ist ein Rekorder. Rekorder, geil. Warum liegt der hier so rum? Was kann ich damit machen? Wechselaufsicht muss so strukturelle Integrität. Aha. Sichtmodus normal. Aber das nützt mir ja eigentlich nichts. Nee, hier ist die Röhre. Okay, wir haben zumindest schon mal sowas gefunden. Nützt uns, glaube ich, aber nichts. Achso, hier war ja die Leiter. Jetzt gefragt, wie wir hier runterkommen. Wobei mich auch immer noch, ich mich immer noch frage, was man auf dem Tricord eigentlich sehen kann. Ich meine, in den Filmen und Folgen der Serie oder Serien. Da könnt ihr immer so viel drauf erkennen und wird so viel angezeigt. Ich komme ja nicht hoch. Aber. Ja, keine Ahnung, was die da sehen. Außer ein Diagramm. Ach so, vielleicht hier. Oh, da geht's nicht rein. Ja, das ist eine verschlossene Tür. Dafür brauchte ich einen Tricorder.
finde ich hier wohl nichts weiter. Ich hätte doch einfach dran vorbeigehen. Da habe ich doch. Da oben. Wie komme ich denn da jetzt hin? Hä? Vielleicht hier so? Jetzt steck mal das Ding weg, Mann. Ich meine, hier geht ja so eine Jeffreys-Röhre lang. Und hier ist offen. Aber komme ich denn da nur auch hin? Hier irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Das ist ja jetzt scheiße. Ich will das haben. Aber wie komme ich da ran? Scheiße. Naja, gut. Dann weiß ich jedenfalls, wo es zumindest wo es ist. Was uns aber überhaupt nichts nützt. Und wir beenden mal das Tutorial, das eigentlich auch schon wieder viel zu lange geht. Ach, schade. Ich dachte, ich kann einfach drum rumlaufen. Nee. Ich stelle mich halt aber ein bisschen dumm an. Braucht man sich gar nicht ducken. Kommt man ganz normal hoch. Weiß gar nicht, was er will. Und das muss doch anstrengend sein, die ganze Zeit den Rekorder so zu halten. Na gut. Wir haben es zwar gefunden oder gesehen. Und jetzt? Hier lang? Ausgezeichnet, Lieutenant. Ihr Vorgehen war mehr als zufriedenstellend. Naja, komm, also ducken und springen, das kann ja wohl fast jeder. Ja, er anscheinend nicht. Fahren wir mit der zweiten Lektion fort. Bei Ihren Missionen werden Sie mit Situationen konfrontiert, in denen es auf einen weiten und präzisen Sprung ankommt. Ein Fehltritt führt dann meist zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod. In dieser Übung müssen Sie über alle Plattformen springen und so auf die andere Seite gelangen. Solange Sie in der Luft sind, können Sie in bestimmtem Ausmaß mit den Bewegungstasten Einfluss auf Ihre Geschwindigkeit nehmen. So kann Ihnen eine perfekte und genaue Landung gelingen. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach über das Comlink mit uns spricht, statt sich jedes Mal reinzubeamen. Sehr gut, Lieutenant. Machen wir weiter. Oh, Wumms. Ist das für eine Tür? Wir wollen nicht vernachlässigen, dass Sie sich auf Außenmissionen verletzen können. Springen oder laufen Sie nun über den Vorsprung vor Ihnen. Den hier? Ach so. Sie werden eine Änderung Ihres Gesundheitszustandes bemerken. Ihr Schutzanzug hilft Ihnen, den Sturz möglichst abzufangen. Doch ein Sprung aus zu großer Höhe führt zu Verletzungen oder gar zum Tod. Wie Sie sicherlich noch wissen, ist Ihr Schutzanzug eine taktische Hilfe. So kann er kontinuierlich Ihre Lebenssignale überwachen und diese auf Ihr Tactical Eye Display oder auch TED ausgeben. Sie finden diese Daten in der unteren linken Ecke der Anzeige. Ihr Schutzanzug kann aber noch weitaus mehr als nur schützen und ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ihre Fortschritte sind zufriedenstellend. Da habe ich ihn glatt unterbrochen. Man hätte doch auch taktisches Augendisplay sagen können. Taktische Augenanzeige. Die Türen öffnen sich automatisch, sobald sie sich ihnen nähern. Einige Türen jedoch, wie zum Beispiel die mit dem beschädigten Bedienfeld, haben eine Fehlfunktion und lassen sich nicht öffnen. Ach. Manche Türen lassen sich öffnen, sind aber verschlossen. Ob eine Tür verschlossen ist, erkennen Sie, wenn Sie eine rote oder grüne Kontrollleuchte sehen. Meistens befindet sich diese direkt über der Tür. Wie Sie sehen, ist die Leuchte über der Tür rot. Sie ist also verschlossen und lässt sich noch nicht öffnen. Sehen Sie sich um. In der Nähe müsste sich ein Schalter befinden. Gehen Sie zu diesem Schalter und drücken Sie die Taste Benutzen. Also hier wird man nicht einfach nur wirklich an der Hand genommen. Hier wird einem wirklich jeder dumme Schritt gezeigt, den man ja im ersten Teil schon rausgefunden hat, ohne dass einem da was gesagt wurde. Ich meine, warum müssen sie bei den zweiten Teilen von Spielen
einem immer sagen, drücke die Taste, um nach vorne zu bewegen. Da ist ein rotes Licht, da darfst du nicht rein, kannst du nicht reingehen. Da ist ein grünes Licht, da kannst du auch nicht da kannst du jetzt reingehen. Gut gemacht. Wie Sie sehen, leuchtet die Kontrollleuchte jetzt grün, da die Tür. Um einen Lift zu benutzen, gehen Sie zu dessen Bedienung. Sie die Taste benutzen, um ihn zu aktivieren. Wie bei vielen anderen. Ausgezeichnet. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd, ja, den sein Gequatscher. Ich meine, das hätte man doch auch selber rausfinden können, dass wenn es rot ist und die Tür nicht aufgeht, ist er halt verschlossen wahrscheinlich. Die Interaktion mit der Umgebung ist entscheidend für Ihren Erfolg und das Überleben. Sie kennen bereits das Öffnen von Türen und Akten. Ausgezeichnet. Oh, er läuft. Haben Sie über das Bedienfeld die Brücke aktiviert. Durch Interaktion mit der Umgebung kommen Sie oft an Orte, an denen es scheinbar... Oh. Für Ihren Tricorder gibt es ebenso wie für Ihren Schutzanzug ein Interface in Ihrem Tät. Nähern Sie sich einer der Kristallablagerungen. Benutzen Sie die Tricorder-Taste, um Ihren Tricorder zu aktivieren. Sobald der Tricorder aktiv ist, erscheint in Ihrem Tät eine ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ach, jetzt. Ist der Tricorder aktiviert, speist er auch taktische Daten in Ihr Tät. Ein Holomolekül. Die Daten, die der Tricorder im Umkreis aufnimmt, ach so, bestehen aus 1000 Holomolekülen. Achten Sie jetzt auf das grüne Resonanzsignal. Dieses Signal zeigt meinen Standort in Ihrer Umgebung an. Hä? Was? Beobachten Sie das Signal, während ich mich bewege. Sie sehen, es bewegt sich mit und gibt meinen relativen Standort an. Der Umkreisbewegungsmelder zeigt verschiedene Objekttypen mit unterschiedlichen Resonanzsignalen an. Beispielsweise werden nicht feindliche Lebensformen durch ein grünes Signal dargestellt, aber feindliche und aggressive durch ein rotes Signal. Außerdem kennzeichnet der Bewegungsmelder Ihre Missionsziele mit einem goldenen Ring. Gehen Sie jetzt bitte weiter durch den Bogengang zur nächsten Übung. Der ist 1,70 und wiegt 55 Kilo, da würde ich aber mal zum Arzt gehen. Ich meine, das ist ein bisschen wenig für seine Größe. Und eigentlich ist er ja auch ein starker trainierter Mensch. Vulkanier. Register künstlich verstärken. Dies wirkt wie eine Art Nachtsichtgerät. Aktivieren Sie für diese Übung den Nachtsichtmodus mit der Taste Nachtsicht. Bahnen Sie sich einen Weg durch diese Höhle zum Ausgang auf der anderen Seite. Mit der Taste Nachtsicht. Ich habe so eine Taste gar nicht. Ich habe nur eine Any-Key. Sind ja Geräusche hier. Ach man, das Tutorial ist ja schlimm. Düdelüt. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Jetzt folgt eine Rezertifizierung in der fortgeschrittenen Tricorder-Funktionsweise. Aktivieren Sie Ihren Tricorder und begeben Sie sich zur Konsole in Ihrer Nähe, die in Ihrem Tab mit einer Identifikationsanzeige versehen ist. Modulieren Sie die Konsole, indem Sie Ihren Tricorder darauf ausrichten. Gute Arbeit, Lieutenant. Bei einfachen Konsolen wie dieser hier moduliert der Tricorder automatisch die benötigte Übertragungsfrequenz. Bei anspruchsvolleren Systemen müssen Sie nachhelfen. Hm. Machen wir weiter. Achso, das ist dann wohl ein anspruchsvolleres. Nee, das ist eine Plasmaleitung. Aktivieren Sie Ihren Phaser mit der Taste für die erste Waffengruppe. Sie stecken so den Tricorder ein und Ihr Phaser ist einsatzbereit. Beachten Sie das rote Kraftfeld, das Sie am Weitergehen hindert. Um das Kraftfeld zu deaktivieren, müssen Sie auf die Plasmaleitung feuern, die es mit Energie versorgt. Achten Sie darauf, wie schnell die Energieanzeige unten rechts sinkt. Anhand dieser Energieanzeige sehen Sie, wie viel Energie für die aktuelle Waffe, in diesem Fall für den Phaser, zur Verfügung steht. Solltest du nicht aus dem Weg gehen? Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Gut, den stört das nicht. So, das muss ich jetzt mal scannen, ob das auch wirklich beschädigt ist. Beschädigte Plasmaleitung. Okay. Ach man, Tuvok. Über das Interface Ihres TED bietet Ihr Tricorder weitere Sichtmodi. Aktivieren Sie den Tricorder und drücken Sie die Taste für den alternativen Feuermodus. Sehen Sie, wie die Sicht sich ändert. Oh, das ist aber laut. Die strukturelle zufriedenstellende Leistung, Lieutenant. Werfen wir jetzt einen genauen Blick auf die Waffen. Ja. Nun, Lieutenant, Ihren Akten entnehme ich, dass für Sie eine Rezertifizierung im Umgang mit dem Standard-Föderationsphaser sowie dem Kompressionsgewehr ansteht.
Beginnen wir mit dem Phaser. Setzen Sie in dieser Übung Ihren Phaser ein, um so viele Übungsziele wie möglich zu zerstören. Sie können dazu sowohl den primären als auch den sekundären Feuermodus einsetzen. Müssen jedoch so lange mit der Übung fortfahren, bis Sie ausreichend Ziele zerstört haben, um sich zu rezertifizieren. Viel Glück! Treffen Sie die Ziele mit dem Phaser. Oh, hier. Hätten Sie auch mal sagen können, dass es auf der Seite weitergeht. Ausgezeichnet. Naja. Wiederholen wir die Übung jetzt mit dem Kompressionsgewehr. Wie schon beim Phaser können Sie hier sowohl den primären als auch den sekundären Feuermodus einsetzen. Müssen jedoch so lange mit der Übung fortfahren, bis Sie ausreichend Ziele zerstört haben, um sich zu rezertifizieren. Ich finde, im ersten Teil hat es etwas cooler geklungen. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Sie haben das Trainingsprogramm erfolgreich abgeschlossen. Wow. Sie sind bereit für den Einsatz als Mitglied des Hazard-Teams. Vielen Dank. Warum bedankt er sich? Yay, Mission erfüllt. Wir haben abgefeuerte Schüsse 251, effektive Schüsse 25, Schussgenauigkeit 9. Geht das jetzt eigentlich? Ach so.